Hallo und herzlich willkommen bei SpeedGeek. Wir haben hier heute den großartigen Konrad Schrenk. Hallo. Danke, dass du hier bist. Ja, danke auch. Hallo. Für die Einladung. Hallo. Kommen wir gleich zum Anfang. Kannst du uns etwas über deinen musikalischen Werdegang erzählen, wie du zur Gitarre gekommen bist? Ja, das hat damit begonnen, dass ich als Kind schon Gitarre spielen wollte. Aber wir hatten eine Geige in der Familie, also mein Großvater hatte eine Geige. Und ich musste mich halt dann für die Geige entscheiden. Ja. Obwohl ich eigentlich Gitarre lernen wollte. Jetzt habe ich 4 Jahre lang Geige gelernt. Die Geige war mir eh viel zu groß. Wir haben dann eine ausgeborgt für mich als Kind, so eine Viertel oder was immer Geige. Und ich habe mit Geige begonnen. Und das war furchtbar für alle Beteiligten. Also sowohl für mich, wo ich es nicht wirklich wollte, meine Eltern und für die Lehrerin damals. Aber es hat mir trotzdem einige Sachen eröffnet, ja, die ich dann später gebraucht habe. Also ich habe dann nach 4 Jahren oder waren es vielleicht 5 Jahre, da war ich wahrscheinlich 10, 11 Jahre alt, habe ich dann das beendet und habe dann mit 16 erst zum Gitarre spielen begonnen. Und das habe ich mir irgendwie selber beigebracht. Das heißt, ich bin in meiner Klasse in der Schule einen gehabt, der hat schon ein bisschen Gitarre spielen können und hat dazu gesungen. Das hat mich sehr beeindruckt, vor allem das Singen und Gitarre spielen. Und dann habe ich halt immer wieder mal Sachen abgeschafft von ihm und habe halt dann begonnen mit einfachen Dingen und habe aber gleich, also ziemlich bald begonnen, eigene Lieder zu schreiben. Ja. Mein Ziel war natürlich, nach einem Jahr Gitarre spielen eine Band zu haben. Und dann habe ich dann im Sommer gearbeitet und habe mir eine Gitarre gekauft und dann hatten wir unsere erste Band und haben auch gleich eigene Lieder gemacht. Also ich bin eigentlich immer von Anfang an nicht in einer Coverband gewesen, sondern immer in einer Band, die halt irgendwie eigene Sachen gemacht hat. Und das hat sich irgendwie gehalten eigentlich bis jetzt. Ja. Obwohl ich jetzt nicht mehr in einer Band bin, sondern irgendwie alleine Sachen mache. Aber dieses eigene war mir immer sehr wichtig, das Komponieren. Und du bist bekannt als großer Virtuose auf deinem Instrument. Ja. Wie ist dieser Gedanke entstanden, die Gitarre so zu beherrschen? Und was waren deine Vorbilder, deine Einflüsse? Naja, das hat sich irgendwie manchmal verschoben. Also am Anfang war es Eric Clapton. Das hat mir jetzt nicht gefallen. Also so Eric Clapton bei Cream. Das gefällt mir eigentlich nach wie vor. Und dann ist halt irgendwie dazu gekommen, ja, also der Sound von der Gitarre. Ich kann mich erinnern, ich habe dann Frank Zappa gehört, Apostrophe, und dieser fuzzy Gitarren-Sound, der hat mir jetzt nicht getaugt. Das hat mir irgendwie sehr geprägt und vor allem überhaupt der Sound. Ich habe damals noch nicht so unterscheiden können, ich habe nicht so differenziert hören können wie jetzt. Also zum Beispiel Instrumente so ganz genau unterscheiden. Ich habe jetzt nicht sagen können, okay, das sind jetzt 2 Gitarren oder es ist nur eine. Das war alles irgendwie ganz anders. Ja. Und da habe ich eher die Musik so ganz von außen noch gehört, ja, was ich jetzt nicht mehr so leicht kann. Jetzt höre ich immer ein bisschen detaillierter, ja, und ja, differenziere mehr. Und dann habe ich irgendwann einmal so, habe ich den Karl Ratzer gehört. Und zwar, glaube ich, in einem Porträt im Fernsehen habe ich das gesehen. Und das war für mich total ganz, irgendwie sehr eigenartig, weil das war so ein Erlebnis. Das habe ich jetzt noch ein bisschen im Gedächtnis, da war das harmonisch-melodische für mich so arg jazzy. Ja. Das habe ich bis dahin nicht so gehört. Und vor allem nicht auf der Gitarre. Und Karl Ratz ist nach wie vor für mich ein irrsinniger, ja, bin ein riesiger Fan von Karl Ratz, was der Gitarre spielen betrifft. Ja. Und der ist für mich ein totales Genie auf der Gitarre. Und das ist, seitdem ich halt so 18, 19 Jahre alt bin, eigentlich so geblieben. Dann habe ich den Harry Stoiker gehört, damals in einer Radiosendung, die hat geheißen Harte Währung, da hat man so eine Musik noch gespielt. Da habe ich mir gedacht, wow, das ist so schnell, das ist super. Das ist, irgendwie hat mir das gefesselt, dass das so schnell geht. Ich weiß auch nicht warum, aber es war irgendwie dann plötzlich eine andere Welt. Und dann habe ich mich interessiert für dieses Hochgeschwindigkeitsding irgendwie. El de Meola und so weiter. Und das waren damals schon irgendwie Helden so in der Jazz-Rock-Fusion-Szene der Ende der 70er, Anfang der 80er. Ja. Und dann bin ich eigentlich stark zum Jazz gekommen und dann habe ich halt irgendwie den Jazz so von Grund auf irgendwie studiert. Also begonnen mit Wes Montgomery und dem Ganzen und dann halt bin ich langsam raufgekommen. Dann habe ich irgendwann mal gehört, Mike Stern bei Miles Davis. Ja. Das habe ich sogar live dann gesehen und bin ich zu jedem Miles Davis Konzert gegangen. Und da war ich so richtig in Fusion drinnen. Und eines Tages hat ein Freund von mir gesagt, da war ich total auf Jazz, das weiß ich noch, auch Swing und so, und das hat mir so richtig getaugt, Bebop, alles mögliche. Und eines Tages hat der Freund von mir gesagt,
Nein, da habe ich in einer Gitarre und Basszeitung gelesen, habe ich gesehen ein Foto, und zwar, ich weiß den Text noch, da ist gestanden, diese Jungs können alle spielen und sie spielen Daddario. Ja. Und das war Steve Vai und Billy Sheehan, die sind dort geschaut, was sind das für Orgeltypen, die schauen ja extrem arg aus. Und die sind dann mit so absurden Gitarren und Bässen oder so dort gestanden. Das hat mich jetzt nicht beeindruckt. Aber ich habe mir gedacht, nein, das ist nichts. Das hat mit Jazz nichts zu tun, das ist sicher irgendwas Blödes, es hat sicher kein Niveau. So, ich habe damals einen Bart gehabt, kurze Jahre, und war halt so richtig auf Jazz und ein bisschen Klassik habe ich da auch studiert, also eher so akademischer, verbildeter. Und dann habe ich aber bei einem Freund von mir, der hat nämlich die Item and Smile von David Lee Roth gehabt, und habe gesagt, geh, kannst du mal spielen? Und zwar hat er die auf Platte gehabt, also so ein großes Ding, und hat die rein dann. Und das habe ich dann nicht gefasst, was ich da gehört habe. Das war für mich so unfassbar. Ja? Und zwar deshalb, weil ich die ganze Zeit alles so im Swing gehört habe. Und plötzlich waren die Gitarren so tight und so genau und alles so even und super originell. Und das hat mich total, das war von einem Tag auf den anderen, hat mich das irgendwie verändert. Ja? Und dann habe ich mir auch die gleiche Gitarre wie der Steve Vai gekauft, aber ich war ein richtiger Fan. Und bin der Sache auf den Grund gegangen. Das ist bei mir meistens so, dass wenn ich jetzt irgendwas macht, dass ich das dann irgendwie zurückverfolge, ja, und die Dinge, den Dingen auf den Grund gehe. Und da habe ich dann eben rausgefunden, ah ja, der ist ja bei Frank Zappa. Und da habe ich mich erinnern können, ja, Frank Zappa, das hat mir früher total taugt, das war also. Und dann ist das Ganze, hat sich das Ganze aufgerollt. Und auch mit dem, dass man eben als Musiker sehr viel arbeiten muss an sich. Ja, weil das beim Steve Vai eben so war. Und da war der Steve Vai für mich schon ein großes Vorbild. Weil der eben schon im Alter von 18 die Zappa-Sachen transkribiert hat und irrsinnig genau notiert und alles Mögliche. Und ja, dieses Bewusstsein, das er hat, das habe ich halt versucht auch zu leben. Dieses, dass man alles, was man irgendwie auf der Gitarre vor allem spielt, auch die kleinsten Geräusche, dass die alle Bedeutung haben. Und dass man zwar unbewusst viel machen kann, also Lärm oder irgendwelche Zufälligkeiten, aber dass man trotzdem in der Lage sein kann, diese Zufälligkeiten zu wiederholen. Ja. Das hat mir jetzt nicht getaugt. Und dann habe ich eben viel aufgenommen daheim und habe mir gedacht, ja, und diese Geräusche, die man so machen kann mit Whammy Bar und was Gott, und das möchte ich jetzt doppeln, das ist zweimal machen und so weiter. Das hat mir, da habe ich Jahre damit verbracht. Ja. Und das ist dann eben so, irgendwann war das halt so, dass nachdem diese Euphorie von diesem Rock-Ding Anfang der 90er oder Ende der 80er war das bei mir, also ich habe es relativ spät gehört, ich glaube das Album mit dem Smile ist aus 86, 87. Ich habe es Ende der 80er gehört. Und das hat, irgendwann ist das Ganze, was ich früher gemacht habe, eben Film, West Montgomery, Jazz und so weiter, so verschmolzen. Und das war dann für mich so richtig, da habe ich dann gewusst, was es eigentlich für mich ist. Es war zwar schwierig, so im Umfeld irgendwie das zu vermitteln, weil ich habe mir dann die Haare wachsen lassen, so, die habe ich nach wie vor lang, und das hat ein gewisses Image. Also ich war dann bei den Jazzern der Rocker und bei den Rockern der Jazzer, aber das war mir ziemlich egal. Das hat mich sogar sehr interessiert, weil ich eben gemerkt habe, dass die Musik ja viel breiter ist als diese stilistischen Verkürzungen. Ja. Ja. Und kannst du also, dein Freund und Kollege Thomas Lang hat einmal ein sehr schönes Zitat gebracht bei einem Workshop, Technik als Mittel, um sich in der Musik auszudrücken. Kannst du uns noch deine Einstellung zum Üben und wie du quasi dieses Zitat siehst, ob du das so ähnlich siehst und ob du deine breiten Fähigkeiten auch nutzt, um dich quasi als Musiker so auszudrücken? Ja, das ist also, es gibt halt viele, viele Sachen, die jetzt in meinem Kopf herumgeistern. Zum Beispiel der Ausspruch von Karl Ratzer, der jetzt vielleicht nicht der ist, der so, den man so als pragmatischen Übungsgitarristen sehen kann, hat er zu mir gesagt, wir haben mit Karl Ratzer immer wieder Unterricht gehabt, auch erst vor ein paar Jahren, er hat gesagt, ich möchte das Instrument beherrschen und mich nicht vom Instrument beherrschen lassen. Und das ist für mich so eigentlich das, was ich mir immer gedacht habe. Ich möchte eigentlich mich nicht jetzt mit diesen Schwierigkeiten, die das Instrument bietet, auseinandersetzen müssen, um Musik zu machen. Das heißt, ich möchte eigentlich aus einer reichen Palette an Möglichkeiten schöpfen können und nicht irgendwie dauernd an die Grenzen kommen des Machbaren. Und bei mir ist es so, dass ich überhaupt die Grenzen auch noch gern
überschreite. Ja. Da scheitere ich natürlich dann oft, aber das ist für mich sehr interessant. Also es hat natürlich so ein bisschen eine sportliche Komponente, aber die kann man natürlich auch mit dem Vertiefen an der Musik selbst dann schon irgendwie ins richtige Lot bringen. Das ist, es sollte nicht Schlagseite kriegen, es sollte nicht Selbstzweck sein. Oder, aber wenn es jetzt, sagen wir, der Musik dient, dann ist es für mich total in Ordnung. Ich habe zum Beispiel in Indonesien gespielt beim Jakarta Jazz Festival und zu der Zeit habe ich sicher sehr viele Noten gespielt, ja, bei so Improvisationen, auch mit Two-Handed-Tapping und was Gott, das habe ich alles unterbaut und das war eigentlich eher in einer Fusion-Umgebung. Dann hat einer zu mir nach dem Konzert gesagt, das war so super, das war so wie John Coltrane. Und dann habe ich gedacht, Gott sei Dank hat er das gehört. Ja. Weil mir John Coltrane immer so taugt, also ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ich schon in der Früh immer zum Frühstück die Biografie gelesen habe. John Coltrane Biografie. Und dann habe ich mir gedacht, der spielt so irrsinnig viele Noten, aber es ist trotzdem so ein Universum. Es hat für mich was Beruhigendes, genauso wie John McLaughlin oder die indische Musik. Ja. Und da habe ich mich so richtig verstanden gefühlt. Ja. Das passiert aber nicht immer, weil ich habe immer wieder erklären müssen, dann muss man so viele Noten spielen und so weiter. Aber eben John Coltrane oder selbst zum Mozart haben sie das ja gesagt, dass er zu viele Noten spielt. Ich glaube, es kommt nicht jetzt so sehr darauf an, wie viele es sind. Es können wenige sein, es kann nichts sein, es können aber irrsinnig viele sein. Das sagt über die Qualität nichts aus. Aber das Virtuose liegt ja oft nicht nur in der Geschwindigkeit, sondern das Virtuose liegt ja da drinnen, dass man zum Beispiel Kontrolle hat über die Dauer der Töne oder so, ja, über den Klang der Töne und alles. Ja. Und geht das dann eher Richtung Meditation, wenn man übt, wo es dann eher, sagen wir, wo es dann so ein, wie soll ich sagen, in einen beruhigten, in einen entschleunigten Zustand bringt. Ja. Wo man eben sozusagen auch einmal in Zeitlupe oder in einem ganz langsamen Tempo, ja, wenn man es musikalisch sieht, sich frei bewegen kann. Das ist oft schwieriger als in einem hohen Tempo. Ja. Und ich denke auch so, was das Üben betrifft und die Entwicklung, dass man so wie man spielt, ist und so wie man ist, spielt, und dieser Kreislauf, den kann man total unterstützen mit einem disziplinierten Üben, mit einem disziplinierten Leben, was immer man macht, weil sie die Dinge, die man übt, ja auch in ganz anderen Dingen im Alltag niederschlagen, so denke ich. Auf deiner Homepage steht sehr schön beschrieben, ein Fehlen, das man spürt, das du ausgefüllt hast durch Arrangieren und selber Musik schreiben. Kannst du uns da etwas darüber erzählen, über deine Projekte, die du da hast? Ja, also ich habe immer, von Anfang an, habe ich immer irgendwas gesucht bei der Musik. Das war mir nicht so bewusst. Ja. Ich war immer neugierig, wenn ich jetzt irgendwas höre, was könnte es jetzt Neues bieten? Oder es war immer für mich spannend. Natürlich war am Anfang vieles neu. Ja. Und das war so in meiner Clique, in meiner früheren Jugend, ja, wo wir uns für Musik interessiert haben, immer so, dass einer dem anderen irgendwie was gezeigt hat oder vorgespielt hat, was er noch nicht kannte. Ja. Das war damals irgendwie anders als jetzt, weil jetzt sagt man, okay, ich schicke dir den Link und horch das an, aber damals war es irgendwie verbunden, mit einem gewissen Aufwand verbunden. Also man musste einfach die Platte auflegen oder das Tape einlegen. Ja, und man musste vor allem mal finanzen. Ja. Ja, genau, richtig, genau. Und also es gab gewisse Hürden, aber ich habe immer irgendwie, wenn ich was gehört habe, hat mir irgendwas gefehlt. Es war zwar alles so, dass ich mir gedacht habe, super, aber es war dann trotzdem nicht so restlos, ich war nicht so restlos zufrieden. Ja. Und das hat bei mir immer das ausgelöst, dass ich irgendwas selber gemacht habe. Ja. Ich war natürlich dann auch mit meinen Ergebnissen nicht immer zufrieden, aber ich habe mich zumindest in die Richtung bewegt, was mir am meisten entspricht. Ja. Und das, was mich eben interessiert hat, war jetzt über das Instrument zum Beispiel raus. Mir hat interessiert, wie kann man zum Beispiel mehrere Instrumente zum Klingen bringen. Und das habe ich dann eben am Anfang mit einer kleinen Band gemacht, dass ich Stücke geschrieben habe und arrangiert habe. Und später dann habe ich es, Gott sei Dank, ohne dass ich es wirklich studiert habe, konkret studiert habe, mit einem ganzen Orchester noch dazu mit den Wiener Symphonikern machen können. Ja. Dass ich ein Stück komponiert habe, arrangiert habe, die Partituren geschrieben, also wirklich alles gemacht habe. Und es hat dann auch so geklungen, wie ich es wollte, ja, wie man es vorgestellt hat. Das war super. Also
dieses Gestaltende und dieses sich selbst einen Gefallen tun, wenn man Musik macht, das war bei mir eigentlich im Vorgang. Ich habe es eigentlich wirklich für mich gemacht wegen der Musik, wenn man dachte, ich hätte gern die CDs bei mir stehen im Regal, die ich nicht finde am Markt. Ja. Ja. Und da habe ich verschiedene gemacht, wo ich das ziemlich nahe dem kommt, was ich eigentlich wollte. Eine davon, also gleich die erste Platte, Konrad Schrenk, Extravaganza Save the Robots, ist er sehr hoch angesehen in der Fusion-Szene. Und weitere Platten, also war mit deinem Kollegen Thomas Lang, weitere Platten mit ihm waren Mediator. Ja, genau. Und jetzt 2012, also letztes Jahr, deine neue Platte rausgekommen. Kannst du uns etwas über diese Platten erzählen, wie du dich da als Musiker selbst verwirklichen kannst? Ja, also die in diesen Fällen, ja, war es so, dass ich die Musik, bis auf die Mediator, der Thomas die Musik gemacht hat, der hat auch einige Arrangements gemacht, aber ansonsten habe ich die Musik natürlich selbst komponiert und immer daran gedacht, wer spielt die Musik letztendlich. Ja, das war nicht irgendwie so, jetzt mache ich Musik und dann suche ich mir die Leute, sondern ich habe, während ich das geschrieben habe und arrangiert, gewusst, das spielt der Thomas Lang. Und beim Thomas Lang war es für mich immer so, der hat das alles spielen können. Ja. Wir haben uns eben auf dieser Ebene, von der ich vorher gesprochen habe, also dass man sozusagen die Technik beherrscht und um aus einer reichen Palette schöpfen zu können, ja, diese Einstellung hat er mit mir gemeinsam. Also ich habe von ihm sehr viel gelernt, von seiner Disziplin und von seinem Zugang zum Job oder zur Tätigkeit überhaupt. Und wir haben uns da immer irgendwie gefordert. Und wenn irgendjemandem von uns beiden was eingefallen ist, was schon an der Grenze des Machbaren ist, dann haben wir es dem anderen zugemutet. Ja, das war immer so. Und ich habe dem Thomas Lang damals eben sehr viele Sachen zugemutet, wo ich mir gedacht habe, das geht sich nicht mehr aus. Ja. Ja, Thomas Lang eher einer ist, der immer sagt, er kann es, ja, als dass er die Zweifel nach außen trägt. Im Gegensatz zu mir, ich denke mir eher, ich trage es eher nach außen und sage, naja, es kann sein, dass man schwierig ist. Aber Thomas Lang hat ein gewisses Selbstbewusstsein, das sehr dominierend ist. Und das war für mich der Reiz, ja, dass ich mir denke, okay, jetzt könnte es aber sein, dass es nicht ausgeht. Und da habe ich Sachen erlebt, die man gar nicht so weiß von Thomas Lang, was er für Möglichkeiten hat und wie sehr, was er tolle Sachen machen kann. Ja. Ich habe irrsinnig viele Aufnahmen mit ihm, die überhaupt nicht veröffentlicht sind. Ja. Zum Beispiel habe ich einmal in Anlehnung an Steve Vai einen Text von einer Fawlty Towers Folge runtergehört, und zwar die ganzen Tonhöhen und so weiter, und das Ganze notiert und habe gesagt, Thomas, bitte spiel immer die S7 auf der Hi-Hat und die anderen Sachen auf der Snare und so weiter, dann kannst du das machen. Ja klar, kann ich das. Und wenn man dann, während ich ihm das gesagt habe, noch irgendeine Steigerung eingefallen ist, habe ich ihm das auch gesagt. Und er hat es dann spontan meistens umsetzen können. Ja. Und ich habe bei ihm, wie sonst bei keinem Musiker, wirklich wirkliche Grenzen erkennen können. Ja. Das war das. Und eben bei diesen, so gesehen waren diese zwei Sachen mit Save the Robots und diese Humor Flex, die jetzt 2012 rausgekommen ist, waren da irgendwie, sind gute Beispiele für diesen Zugang. Und damals bei dem Save the Robots Album war es halt so, dass neben einer, sagen wir, Rockband mit Bass, Schlagzeug, Gitarre, Keyboards noch Bläser dabei waren. Und die Bläser mussten dann die Gitarren-Lines, die halt gerade für Gitarristen günstig liegen, mitspielen. Ja. Also es war irrsinnige Herausforderung. Und ich habe mir dann natürlich auch gedacht, damals bei dieser Band, es sollte jetzt nicht so starke Schlagseite bekommen, es sollte eben auch sehr viele Facetten haben. Und die waren dann einfach drinnen. Ja. Also zum Beispiel ethnische Sachen, dann harmonisch ungewöhnliche Sachen bei rockorientierten Songs und so weiter. Und wenn ich mir jetzt so die Sachen anhöre, ab und zu höre ich mir es auch an, die alten, dann komme ich drauf, dass ich da irrsinnig viel dabei überlegt habe, also irrsinnig viel reingebracht habe, irrsinnig viel an versteckten Sachen, die ich so im Laufe der Zeit entwickelt habe, sind da drinnen. Ja. Also die Architektur von der Musik ist für mich sehr wichtig gewesen und die ist eigentlich bei diesen beiden Sachen stark da. Auch ein Name, der öfters gefallen ist und durch deine Beschreibung jetzt erinnert mich das auch sehr daran, Frank Zappa. Und mit Adam Wickerl von der Hallucination Company hast du auch ein Tribute kreiert. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Das war also in den 90er Jahren war es so,
dass mich der Vika Lauder mal angerufen hat und gesagt, hey, ich plane in Metropol, damals war in Metropol noch relativ viel Rock- und Popmusik, in Wien in Metropol, und er hat gesagt, ich mache so einen Frank Zappa Night. Und der Vika Lauder hat halt alle möglichen Sachen gemacht, so, weiß jetzt nicht was, Beatles Night oder so irgendwas. Aber bei Frank Zappa, da wird es dann heikel für mich, weil Frank Zappa kann man nicht einfach so nachspielen. Kann zwar sagen, ich spiele jetzt ein paar Beatles-Lieder, Rolling Stones oder was immer, aber Frank Zappa, das hat irgendwie so, das ist ein Sakrileg, das ist etwas Heiliges. Und da hat er mich eben gefragt, ob ich da mitmachen will. Und dann hat er ein paar Lieder, haben wir uns getroffen, er hat ein paar Lieder vorgespielt. Die haben mir nicht so besonders gefallen. Mir gefällt nicht wirklich alles von Zappa. Mir gefallen dann, ich meine, der hat ein reichhaltiges Programm, also von, ich weiß nicht, wie viele Alben, wie viele Titel und so weiter es gibt. Und ich habe mir dann gedacht, na gut, also der Wickel möchte jetzt gern die Lieder spielen. Und habe aber bemerkt, dass der Wickel Adam sich nicht wirklich Gedanken macht über Arrangements oder so. Die Einstellung war von ihm, glaube ich, so, dass jeder, der da mitspielt, sich einfach die Lieder runterhört, und das funktioniert halt überhaupt nicht bei Frank Zappa. Dann kann man nicht sagen, okay, du hörst den Gitarrenpart runter, nächst den Schlagzeug und dann treffen wir uns zum Proben und dann sagen wir halt, spiel mal. Ja, das geht nicht, das geht vielleicht beim Beatles-Song, aber eben bei Zappa nicht. Und ich habe gedacht, okay, bevor ich da jetzt lange herumrede, ich setze mich jetzt hin und schreibe da die Lieder runter. Und dann habe ich wirklich innerhalb von, sagen wir, 2 Wochen ein komplettes Programm runtergeschrieben. Und zwar nicht nur für mich oder so, oder Legit, sondern wirklich Arrangements geschrieben. Für Bass, Schlagzeug, 2 Keyboards, eine Gitarre. Ja. Und habe dann den Musikern, die da mitgemacht haben bei dieser Metropol Night, die Noten vorgelegt. Ich habe gesagt, ihr könnt euch die Noten bei mir holen, kommt es vorbei. Und dann sind's, weiß ich noch ganz genau, wie es vorbeikommen sind. Und da ist es bei mir am Tisch, bei mir daheim so ein Stoßnoten gelegen, ja, so zueinander gestellt. Ja. Und jeder hat zu sich gesagt, das gibt's nicht. Und da war ich richtig stolz natürlich auf meine Arbeit und dass das eben so. Und wir haben dann eben ich glaube, wir haben ein paar Konzerte gespielt, aber eben diese Metropol Night. Und irgendwann haben wir es lassen. Der Thomas Lang hat damals mitgespielt, der Werner Feldkehl, das war eine super Band. Und Jahre später, Anfang 2000, also 2001 oder 2002, hat mich der Wickel wieder kontaktiert und gesagt, ich habe eine Idee, ich möchte gerne Joe's Garage machen von Frank Zappa, so als Musical und so weiter. Machen wir das gemeinsam? Und ich habe gesagt, ja super, machen wir das. Und dann haben wir es einfach gemacht. Also er hat sich um das ganze Organisatorische gekümmert und ich ums Musikalische. Und da haben wir uns halt ausgemacht, wie wir das machen. Sein Sohn, der Sebo, war dabei, das war große Hilfe, weil der irrsinnig fleißiger, seriöser, super talentierter Musiker ist, Gitarrist und singt da sehr gut. Und wir haben dann eben eine Band zusammengestellt mit relativ jungen Musikern und haben dann das Programm für Joe's Garage einstudiert. Das haben wir dann auch gespielt. Dann haben wir bei der Zappanale gespielt, da waren die Musiker von Frank Zappa, ehemalige Musiker von Frank Zappa im Publikum, Mike Nielli und weiß Gott was. Und denen hat es total getaugt, ja. Das war super. Und dann haben wir noch zusätzlich zu dem Programm als Draufgabe noch ein Programm gemacht, nämlich Rocks and Elsewhere und andere Lieder. Und da haben wir dann eine Tournee gespielt durch Deutschland und Österreich. Ich glaube, 2 Monate waren wir da echt unterwegs. Vielleicht 2 Day-Offs. Und haben ab und zu beide Shows gespielt. Also Joe's Garage. Das war so mit Szenen und so weiter. Also Schauspiel und so weiter. Ja. Und dann eben noch Rocks and Elsewhere. Also haben wir dann eben so 3,5 Stunden circa Musik gespielt. Wow. Alles auswendig, alles Frank Zappa, alles mit einer super Show. Es waren halt immer in Bewegung und so, es war wirklich ein totales Unterhaltungsprogramm. Und nach 2 Monaten, also so gut habe ich mich eigentlich noch nie gefühlt, wie nach diesen 2 Monaten das zu spielen, weil das war so eine Herausforderung. Wir haben nämlich nicht nur diese 3,5 Stunden pro Abend maximal, manchmal haben wir noch 2 Stunden gespielt oder sagen wir in der Größenordnung gespielt, sondern wir haben auch noch 1 Stunde mindestens geprobt. Ja. Ja. Und das hat mir immer so taugt, wenn ich gehört habe von Frank Zappa, wie der mit seiner Band das gemacht hat, und das war genau das. Und das war so ein kleiner Lebenstraum, dann gedacht, es ist möglich. Ja. Und das war richtig super. Wir haben dann noch ein paar Mal gespielt in Wien, haben wir mal ein ganzes Monat im Borg in Best gespielt, was auch sehr mutig war, aber trotzdem waren wir eigentlich immer voll. Ja. Da haben wir im Sommer, 3 Wochen im August war es, haben wir Joe's Garage und das andere Programm abwechselnd gespielt. Und das war auch super, weil es irgendwie so war, dass ich mich richtig darauf gefreut habe, jeden Abend ins Borge zu fahren, mit dieser super Band Frank Zappa zu spielen. Und das war wie ein Job, also das war so ein Traumjob eigentlich. Ja. Das kann man sich nicht wünschen. Insofern war das sehr erfüllend und die Musik natürlich auch. Du bist schon lange im Geschäft.
Kannst du uns deine Meinung zur Entwicklung der letzten Jahre sagen? Also zum Beispiel Thema Downloads, Thema Wertschätzung der Musik. Ja, das ist schwierig. Da sagen so viele Leute so vernünftige Sachen. Steve Lukather hat zum Beispiel. Also in meiner Erfahrung ist es so, dass es früher nicht so war, dass der Künstler oder der Interpret reich geworden ist. Außer er war halt irgendwie so ein Superstar oder so. Das, den größten Teil vom Kuchen haben immer die Verlage und die Plattenfirmen behalten. Ja. Für mich waren die Verlage und die Plattenfirmen nachträglich betrachtet schon so wie Banken. Ja. Diese ganzen Zahlungen von Tantiemen in und aus, vom In ins Ausland und umgekehrt, ja. Das ist ja alles sehr, muss man ja alles sehr global sehen. Ja. Also ich glaube, um es irgendwie mal so grundsätzlich zu sagen, wenn ich mir überlege, es hat sagen wir in den 60er, 70er Jahren, hat es eine überschaubare Anzahl an Musikgruppen gegeben. Also vor allem jetzt sagen wir mal in der Rockmusik hat es halt bestimmte Bands gegeben. Da haben halt dann schon Millionen drauf gewartet, wenn das nächste Album kommt. Das war halt. Mittlerweile, glaube ich, ist das große Problem, dass jeder irgendwie, so wie es im Sinne von Andy Warhol eigentlich war, jetzt soweit ist, dass jeder ein Künstler ist. Jeder ist ein Popstar, jeder ist ein Musiker und es geht auch leichter. Und die Qualitätsunterscheidungen sind ja nicht zulässig. Man kann nicht sagen, das ist besser, das ist schlechter. Aber es wird trotzdem unterschieden und zwar meistens dadurch, wie gut verkauft sich etwas. Ja. Verkauft sich etwas gut, dann ist es super. Ja. Oder wenn jemand sagt, das gefällt, das ist schlechte Musik, dann sagt der andere, ja, aber es verkauft sich gut. Also die Gesetze des Marktes haben die Musik irgendwie stark kontaminiert, meiner Meinung nach. Ja. Weil ich kann mich noch erinnern, ich habe mich nicht gekümmert um Wirtschaft oder sonst irgendwas, wenn ich mal Led Zeppelin 3 angehört habe. Ja. Das war einfach was anderes. Mittlerweile habe ich das Gefühl, selbst wenn jetzt sagen wir, James Blake oder was, Bon Iver oder irgendjemand, der Popmusik macht, dass im Hintergrund höre ich immer irgendwie Verzinsungen und Business-Komponenten. Das war für mich früher nicht so. Möglicherweise, weil ich jetzt natürlich auch älter bin, und das, aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass für die Jugendlichen anders ist. Es ist alles von Wirtschaft durchwachsen. Und jetzt ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, dass das Ganze sozusagen fair verteilt wird, dass zumindest die Konsumenten halt nicht viel dafür bezahlen. Ja. Weil wo geht das Geld hin? Das Geld geht ja nicht zum Künstler, zum Beispiel zum Konrad Schenk, wenn ich jetzt eine CD mache, ja, wo ich sehr viel Arbeit und Geld da investiere, ja, bleibt mir ganz wenig über. Ja. Das heißt, was will ich dann zum Beispiel in meiner kleinen Welt? Ja, will ich eigentlich nur, dass die Musik zumindest an den kommt, den es begeistert? Für mich ist das ja schon ein großer. Ich glaube nicht, dass ich reich werde davon, aber mich freut es dann umso mehr und das macht mich irgendwie auf eine andere Art reich, wenn jemand die Musik oder das Album halt total gut gefällt. Ja. Und wenn jetzt aber so Mechanismen eingezogen werden, die mir nichts bringen, ja, und dem Konsumenten an meinem Produkt nichts bringen, eben, dann halte ich die nicht für richtig. Also insofern finde ich es nicht so schlecht, wenn man zum Beispiel Musik im Internet zur Verfügung hat, was ja definitiv der Fall ist. Es ist eine Art von Demokratisierung, die ich gut finde. Aber was ich nicht gut finde, ist natürlich, dass die Musiker nicht davon leben können, dass die nicht genug Einkünfte kriegen. Und die müsste man halt auf anderen Wegen kriegen. Ich glaube, Geld ist genug da, so wie immer, man muss halt richtig verteilen. Und da muss man halt einen Weg finden, wie man halt das Geld, das halt da ist, das über Gebühren, über was Gott, über Steuern oder sonst irgendwas kommt, auch an die Leute bringt. Ja. Und nicht unbedingt jetzt mit, so wie es bei uns ist, dass man sagt, okay, es gibt Förderungen, dann musst du bewerben, da gibt es eine Jury, die das irgendwie beurteilt, ob das förderungswürdig ist oder nicht. Die lebt auch zum Teil von dem Job, die Förderungen zu verteilen, Jury. Und das Geld, das sie verteilen, wird ja vorher den Leuten irgendwie weggenommen. Ja. Also man muss irgendwie direktere Wege finden. Und das ist aber dann eine Frage, eine politische Frage in der Folge. Meiner Meinung nach ist es gut, wenn die Musik an die Leute kommt und wenn man versucht,
gesellschaftlich, politisch den Musikern möglichst viel vom Kuchen zu geben. Ja. Nicht nur den Musikern, natürlich auch den Filmemachern, allen möglichen Leuten, allen möglichen Künstlern. Ja. Und gleichzeitig auch irgendwie ist in der Gesellschaft das Bewusstsein entwickelt, dass nicht jeder, der so aussieht wie ein Künstler, auch einer ist. Ja. Man sollte irgendwie langsam, und das ist halt dann schon fast kunstphilosophisch, sagen, Kunst und das Kunstwerk und der Künstler sind getrennte Dinge. Ja. Es muss nicht unbedingt jemand, der aussieht wie ein Künstler, das Kunstwerk sein. Ja. Aber davon gibt es halt genug. Ja. Es gibt eben diese ganzen Kunstfiguren, die gleichzeitig Künstler sind. Und wenn jetzt jemand ein Bild malt, dann ist er schon Künstler. Ich glaube, man muss da ein bisschen, man muss der Sache auf den Grund gehen. Und die Leute sollten durch Sachverstand auch die Möglichkeit entwickeln, zu erkennen, was gespielt wird, ne? Und warum. Ne? Was ich dazu noch sagen will, was jetzt Qualität betrifft, ist bei mir so, also es gibt Kunst, oder sagen wir es, reduzieren Sie mal auf die Musik, eine Musik, die die Erwartung nicht erfüllt, die ist unbefriedigend, ja, das gefällt niemandem, da könnte man sagen, das ist eher schlechte Musik oder so. Dann gibt es die Musik, die Erwartung erfüllt, das ist für mich die kommerzielle Musik, das ist die, wo man schon strategisch plant, was mache ich, damit es gefällt, ja, die abzielt auf, das, auf die Erwartung. Und dann gibt es die, die die Erwartung übertrifft, und das ist für mich Kunst, also die Erwartung sollte übertroffen werden. Und wenn das irgendwie so ist, ja, dann ist es für mich schon in Richtung Kunstwerk. Sehr schönes Schlusswort. Danke dir noch einmal. Ja, danke auch für die Einladung.